Tunesien liegt am Mittelmeer, grenzt im Westen an Algerien sowie im Südosten an Libyen. Das Land ist mit einer Fläche von rund 164.000 Quadratkilometer ungefähr doppelt so groß wie Österreich. Ja. Tunesien mit über 11 Millionen Einwohnern zählt damit zu den weniger dicht besiedelten Staaten. Wir starten nachts in Frankfurt, fahren bis in die Schweiz und wollen durch den Gotthardtunnel weiter über Mailand bis nach Genua. Von dort bringt uns die Fähre die nächsten 23 Stunden bis nach Tunis. Hartmuts Tour führt uns zuerst von Tunis nach Hammamet. Die Tour führt uns weiter über El Djem in die Matmata-Region. Von hier fahren wir nach Metamöhr. Xaoulet-Sultane ist der Wendepunkt. Von hier aus geht es wieder nordwärts. Die nächste Übernachtung ist ein Biwak hinter Tschenini. Hinter Xagilan, vorbei am Fort Tisaba, folgt das nächste Biwak. Wir erreichen Douz. Über den Chott El Jrid geht es nach Tozeur. Wir gucken auch mal bei den Jedi-Rittern vorbei. Jetzt geht es in den Norden nach El Kef. Vorbei an den alten kaputten Steinen von Duga und Bularegia fahren wir nach Tabarka. Das letzte Biwak auf dem afrikanischen Kontinent machen wir in der Nähe des nördlichsten Punkts von Afrika. Bizerte steht noch im Reiseleiter-Tagebuch, bevor es über Gamat zurück zur Fähre geht. Das fängt ja gut an. Aufgrund einer Umleitung in der Schweiz wegen eines Erdrutsches vor dem Gotthardtunnel treffen wir die anderen eine Stunde später als geplant an der Raststätte Jovi. Zügig setzen wir unsere Fahrt zum Hafen Genua gemeinsam fort. Der Hafen Genua ist flächenmäßig der größte Seehafen Italiens. Hier dürfen wir erstmal warten, bis die Tunesier sagen, wir können einreisen. Schönen Gruß von Corona. In die Schlange beim Zoll dürfen wir uns alle einzeln einreihen. Unsere Fähre, die MS Carthage, ist 180 Meter lang, 27 Meter breit und schafft 23,5 Knoten. Platz hat sie für 2200 Passagiere
und ca. 666 Autos. Als sie 1999 in Betrieb ging, war es eins der modernsten Fährschiffe. Heute merkt man, dass es 21 Jahre her ist. Ein gewisser Seegang ist vorhanden. Das Abendessen lassen wir uns trotzdem schmecken. Jetzt ist hier nichts los. Wir haben gut geschlafen. Der Seegang ist zwischen Korsika und Sardinien auf der einen und dem italienischen Festland auf der anderen Seite nicht so zu spüren. Das Corona-Wegfall-Buffet-Frühstück schmeckt. Der Kaffee ist nicht so besonders, macht aber wach. Irgendwie merkt man, dass die Fähre kaum belegt ist. Es ist nichts los auf den Gängen. Hartmut geht mal kurz das Roadbook mit uns durch. Genießen wir noch ein wenig das Nichtstun. Wir nähern uns Tunis und die Vorfreude steigt. Die Einreiseabwicklung geht so zügig, dass wir im Hafen kein Geld tauschen können und vorm Hafen erstmal auf Hartmut warten. Nachdem wir vollzählig sind, geht's los. Für die 80 Kilometer Fahrt nach Hammamet brauchen wir knapp 2 Stunden. Erstmal volltanken. Der Preisunterschied zum Diesel in Deutschland liegt derzeit so bei rund 45 Cent. In Hammamet können wir dann erstmal Geld wechseln. Am Hotel in Hammamet erwartet uns eine Überraschung. Das gebuchte Hotel ist Corona-bedingt geschlossen. Ein Ausweichquartier ist aber schnell gefunden. Es ist ein kleines Hotel mit Campingplatz. Wir
Wir stürzen uns um 7 schnell ins Nachtleben, um noch was zu essen zu bekommen. Für den anschließenden Kaffee ziehen wir ins Café nebenan. Zurück ins Hotel zum Absacker. Nächsten Tag ist ja so, ja. Morgen ist ein langer Tag. Betrachten wir uns das mal bei Tageslicht. Die Zählweise der nächsten Wochen ist 6, 7, 8,5. 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr frühstücken, 8.30 Uhr losfahren. Das Frühstück ist okay, der Kaffee ist trinkbar. Ich bin auch schon ein Stück länger gefahren bis Kira. Und ich gehe davon aus, nach aktuellsten Bildern, es sieht so aus, bis dass sie vielleicht schon bis Kapes offen ist. In Weiden, wenn man hinfährt, dieses Ding, das steht mitten in der Stadt. Da tun wir auch wieder tanken. Bekannt ist die 20.000 Einwohner zählende Stadt El Djem für ihr römisches Amphitheater. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Die Parkplätze für uns hat der Kaffeehausbetreiber eben mal freigeräumt. Das Theater von El Djem ist mit einem Fassungsvermögen von 35.000 Zuschauern das drittgrößte Amphitheater des Römischen Reiches. Es wurde 238 gebaut, jedoch nicht von den Römern, sondern von den reichen Einwohnern von El Djem. Die Parkgebühr wird in Form von Kaffeetrinken abgegolten. Die Mittagspause wird an einem Gasthaus an der Straße eingelegt.
Das Essen ist hier garantiert frisch. Es ist aber nicht jedermanns Sache, wenn beim Essen die nächste Portion frisch geschlachtet wird. Abgepackt im Aldi-Regal gibt es hier aber nicht. Es schmeckt vorzüglich. Die Weiterfahrt ist nur eine Verbindungsetappe, die keine nennenswerten Höhepunkte bietet. Die Strecke nach der Autobahn durch die Dörfer bringt dann wieder etwas mehr Abwechslung. Der heutige Lagerplatz in der Matmata-Region ist erreicht. Unser Schlafzimmer im ersten Stock hat sich wieder bewährt. Wir haben hervorragend geschlafen. Das ist, wo die Leute im Sommer in ihre Erdhöhle gehen. Weil es einfach eher vom Klimatischen her schöner ist. Vom Einleben zu den Besichtigungen die gesamte Zeit. Neugierig starten wir in den Tag. In Chemlali können wir noch bewohnte Höhlenwohnungen sehen. Im Winter warm und im Sommer angenehm kühl bieten sie ihren Bewohnern einen hervorragenden Schutz in einer menschenfeindlichen Umgebung. Die Stromversorgung ist auch in den Höhlen gewährleistet. Satellitenfernsehen gibt es auch. Mitten im Nirgendwo können wir dann noch eine verlassene Siedlung mit Höhlenwohnungen besichtigen. Thank you.
Da ist sie wieder, die Sache mit dem passenden, filmgerechten Abstand der Fahrzeuge. Ein paar Kilometer weiter schauen wir uns ein weiteres aufgegebenes Troglodytendorf etwas ausführlicher an. Hier hätten wir noch ein Röntgen. Auch ein Gehabgebäude. Das ist zwar ein schwarzer, aber das könnte die Linke. Oh, wenn du da reinleuchtest und das in die Taschen aber dabei hast, ist natürlich genial. Hartmut ist begeistert von seinem neuen alten Nachttopf. Er ist so viel wie. Ja. Wir erreichen Matmata. Matmata ist ein Berberort mit etwa 2.500 Einwohnern. Er ist bekannt durch mehrere Höhlenwohnungen. Das Hotel Sidi Idris in Matmata wurde 1976 als Drehort des ersten Teils vom Krieg der Sterne genutzt. Die gute Tat der Damen. Für 10 Dinar, ungefähr 3 Euro pro Person, dürfen wir dann ein Bild mit dem Falken machen. Grenzwertig. Die sind dann irgendwo sammeln. Die ist jetzt 30. Die sind 2 Jahre lang schon so in der Welt. Wer? Du mit dem Vogel. Wer? Wir damals 92, 95, 96. Es würde nicht überraschen, wenn R2-D2 gleich um die Ecke kommt. Für uns als nicht die großen Star Wars Fans ist es mal ganz nett, dies zu sehen. Mehr aber auch nicht. Die Jausen-Station liegt oberhalb von Tujan mit einem schönen Ausblick. Der Betreiber ist ganz froh, dass wir unser eigenes Vesper dabei haben. Auf den Imbissverkauf sind sie hier in diesen Zeiten mit wenig Touristen nicht eingestellt.
Im Ort werden wir von einem bekannten Hartmuts zum Tee eingeladen. Es können Feigen und Honig gekauft werden. Obwohl der Tee nicht unser Geschmack ist, haben wir ihn brav getrunken. Einmal WLAN-Code und alle sind am Tippen. Nein, deine Nummer, brauche ich. Wir erreichen unseren Übernachtungsplatz, den Xa Metamöhr. So, was wiederum heißt. So, die Lampe war wieder dabei aus der Dose. Finde ich die hier nicht. Die Speicherburg mit ihren um einen riesigen Hof herum gruppierten, meist zweigeschossigen Kammern ist hier die einzigste Sehenswürdigkeit. Bevor wir uns zum Abendessen niederlassen, machen wir noch einen Abstecher nach Medenin. Medenin ist eine Stadt im Südosten Tunesiens mit etwa 65.000 Einwohnern. Früher gab es in Medenin eine große Altstadt mit einem Komplex aus 35 Xur mit 8.000 teils sechsstöckig angeordneten Tonnengewölben Vorratsräumen. Nur drei sind übrig geblieben und beherbergen heute einen Souvenirmarkt. Aufgrund der mangelnden Touristen sind die Läden in diesem Markt nur spärlich geöffnet. Wenn hier nur jeder dritte Laden geöffnet hätte, würde es nicht so gespenstisch tot wirken. Wir schlendern eben noch mal durch den Zug. Die Änderungsschneiderei hat heute schon geschlossen. Bevor es zum Essen geht, werden die Autos noch vollgetankt.
Die Herbergsmutter lädt uns vor dem Essen erstmal zu einem Tee ein. Egal. Schmeckt alles. Das ist dieses ganz hauchdünne Teig. Ja. Gefülltes Eier drin. Das sind Dinge, Das Essen ist reichlich und schmeckt uns sehr gut. Die Atmosphäre des Essens findet man in keinem Hotel. Da der Muezzin bereits weit vor unserer Zählweise gebrüllt hat, ist erstmal dringend ein Kaffee notwendig. Umeden ca. so 160 bis 170, also eher weniger, ist auch ein großer Tag. Anlage 7 zum Beispiel, wenn man jetzt den mal anschaut, den Esachra, der ist mitten in dem Ort. Da sind viele Wege durch. Und wie riesig das der ist. Ich den an, weil wenn ich das so anschaue mit diesen Straßen, das schaut mir fast aus, wie das noch Geschäftsstraßen wären. Der Service lässt nach, die Fliege etwas vernachlässigt. Und irgendwann ist es. So, dann kommt noch unsere Bergoase Schimini. Wenn ihr das mal anschaut, der hat was. Und einen müssen wir noch auf jeden Fall gesehen haben. Jo. Und ab dem haben wir dann vielleicht noch eine Stunde Fahrt in Schala. Ich muss auch immer abends alles. Die ist schon ein paar Mal geklebt. Ja, ja, schön. Bevor wir Medinin verlassen, kaufen wir erstmal Kamelfleisch für den Grill. Auch in Tunesien gibt es Baustellen. In 400 Metern links abbiegen in die Straße Mihabib Mesbau. In Ezzara besichtigen wir noch einen interessanten Ksar. Ein Ksar, im Plural Xor, ist eine Art viereckiger Bau, der sich aus mehreren übereinander angeordneten Nischen, den Gorfas, ähnlich den Waben eines Bienenstocks, über drei oder vier Etagen zusammensetzt. Die Bewohner dieser Gegend versteckten hier in unsicheren Zeiten ihre Ernte zum Schutz vor Beutezügen.
Der Xar diente aber auch als Zufluchtsort, um sich vor Hitze, Kälte und Sandstürmen zu schützen und eventuelle Angriffe besser abwehren zu können. L'école. Da die Moschee gerade renoviert wird, können wir mal kurz hineinschauen. Neben der Tür steht ein Wächter, damit auch keiner hineingeht. Kalle verteilt noch ein paar Bonbons an die Kids. Der Xar Ulit Sultane liegt etwa 23 Kilometer südöstlich von Tataouin. Es ist der interessanteste aller Xur in Südtunesien. Ulit Sultane mit seinen ca. 1000 Einwohnern verfügt über zwei sehr schöne Innenhöfe und besitzt die schönsten Gorfas in dieser Region. Auch dieser Xar diente als Kulisse von Star Wars. Vor der Weiterfahrt ist noch der obligatorische Kaffee fällig. Mittagssnack inklusive. Wenden.
Vom Xar Ulitz Sultana aus fahren wir wieder durch Tatarruin Richtung Çeneni. Çeneni ist ein Berberdorf, liegt etwa 450 Meter hoch und gliedert sich in eine neuere Siedlung im Tal, in der die meisten der 1000 Einwohner leben und den größtenteils verlassenen historischen Ortskern auf einem Hügel. In Çeneni wollen wir natürlich hoch hinaus. Doch der Führer zeigt natürlich erstmal seiner Meinung nach die interessanten Punkte, bevor wir zum Bergrand gelangen. Das ist ein Spiegel. Vom Mainz? Ja, sowas brauche ich. Sowas brauche ich. Genau, du kommst noch ein Klavier. Mariage. Die Tour ist schon anstrengend, da wir nicht so viel Zeit haben. Schnaufend stehen wir endlich oben und genießen die Aussicht. Von nun an geht's bergab. Den Kaffee haben wir uns mehr als verdient. Wir fahren noch ein Stück ins Nirgendwo, um einen Lagerplatz zu finden. Kalle erleidet die einzigste Reifenpanne auf der ganzen Tour. Der Reifen ist schnell gewechselt und wir können weiter Richtung Grill. Genau da rein. Meine Löcher, da stehst du gerade.
Der Sandhaufen ist besser nicht im Bewegungsareal. Die Jungs von der Garde National wollen nur wissen, ob wir hier übernachten. Etwas dagegen haben sie nicht. Nachdem sie unsere friedlichen Absichten zur Kenntnis genommen haben, ziehen sie für heute von dannen. Der zieht. Ja, ist ja klar, mit dem gleich. Geht's dir gut? Ja. Okay, du schaust ja nicht da aus. Martin als Metzger ist genau der richtige Mann für die Fleischvorbereitung. Zusammenbringen, wenn das will ich, gell? Ja, wir haben Nachmittag so wenig Essen und dann. Dann brauche ich nochmal den Pizzen. Schauen wir mal. Jetzt muss man wirklich. Ja. Na dann. Hallo. Ach, den können wir so lange in den Teller legen. Ich bin ja ruhig, das kann doch ziehen. Den machen wir weg. Den muss man. Es schmeckt uns hervorragend. Und es bleibt nichts übrig. Sieh, magst du mal schauen, aber die Stunde läuft? Ja. Ein traumhafter Sonnenaufgang begrüßt uns am Morgen. Wir werden beobachtet. Wir streben über Pisten Xagilan entgegen. Untersetzung, Sperren, alles aus. Ohne Sperren. Wir können nicht. Die Rohre lassen auf die Verlegung einer Gaspipeline schließen. Die Teerstraße ist teilweise von den Sanddünen zurückerobert. Hartmut erläutert unterwegs immer mal wieder geologische Gegebenheiten. Der französische Gedenkobelisk bei der Oasis Xagilan erinnert an Jacques-Philippe Leclerc, de Haute Leclerc und die Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Nach circa 1,5 Stunden und knapp 50 Kilometer erreichen wir Xagilan. Seine heutige Existenz verdankt der Wüstenort einer Thermalquelle, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg während einer missglückten Ölbohrung auftat.
Der sonst wachsende Tourismus ist auch in der Oase zu spüren. Im Moment ist aber nicht viel los. Während Kalle und Markus ins Wasser wollen, genießen die anderen den Kaffee. Ja, also bin ich nicht drum. Schauen wir uns mal ein wenig in der Oase um. Die stehenden Quads zeugen von den zurzeit mangelnden Besuchern. Wir nehmen die 4 Kilometer Düne zum Vor in Angriff. Nix los, kein Festfahren. Fast gelangweilt sind wir knapp 20 Minuten später am Vor. Das Kleinkastell Tisava ist ein römisches Militärlager, dessen Besatzung, Versicherungs- und Überwachungsaufgaben am Limes Tripolitanis in der Provinz Afrika zuständig war. Das Kastell entstand auf einem Felsvorsprung und somit auf festem Untergrund. Von dem etwas erhöhten Standort aus hatte die Besatzung einen weiten Rundumblick, wobei sich unmittelbar südlich die ersten Dünen des lebensfeindlichen östlichen Sandmeeres auftaten. Mit diesem militärischen Außenposten hatte die römische Armee die Reichsgrenze bis an den Rand der Sahara vorgeschoben. Wir brechen auf Richtung Dus. Nach kurzer Eingewöhnung macht das Pistenfahren richtig Spaß. Am besten nicht unter 60 Stundenkilometer. Dünenpassagen sind natürlich auch enthalten.
Beim Versuch, die Garde National zu bergen, hat sich Hartmut mit Joachims G etwas festgefahren. Die Jungs haben sich schneller freigeschaufelt, als Joachims G wieder flott war. Auch wir ziehen weiter unsere Spuren durch die Dünen. Bedauerlicherweise haben auch die Wüstencafés wegen Gästemangel geschlossen. Für ein Gruppenfoto langt es aber allemal. Die Bergung der Garde National können wir dann noch an anderer Stelle erledigen. Die Jungs wollen nur wissen, an welcher Stelle wir übernachten. Beschränkungen von ihnen gibt es keine. Der Reifen ist eine Pistenmarkierung, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Genießen wir noch ein wenig den Fahrspaß. Genau hier ist jetzt die richtige Stelle fürs Biwak. Hier gibt es kaum Sand. Heute gibt es Hartmuts Omelettes und alle helfen mit. War der Joachim wieder verschwenderisch? Ja, hab ich. Ist überhaupt noch da? Viertel. Hat er schon wieder wegen was bekommen oder ja. Nicht? Also alles, ja. Ja. Das sind jetzt nur Eier, oder? Ohne Öl. Ohne Mehl und ohne Mehl. Nur Eier, ne? Ja, ja, ich seh's ja. Einen großen Löffel finden. Gut, das geht Joachim, ich mach öfter. Es schmeckt uns allen hervorragend. Die Speisesaalatmosphäre gibt es sonst nirgendwo. Friedlich begrüßt uns ein traumhafter Morgen. Das Gefühl, in so einer Umgebung aufzuwachen, ist unbeschreiblich. Das muss man erleben. Sehr gut bewältigt und ihr habt gesehen, die Sorgen, die ihr euch am Anfang gemacht habt, waren völlig unbegründet.
noch mehr. Der Zentrum hat meiner Meinung nach die beste Verschränkung je gelitten. Oh ja, in dem Bereich des Zentrum nennt sich auch selber das Tor zur Wüste. Die teilweise geteerten Abschnitte sind auch schon wieder von Sanddünen bedeckt. Auch dieses Café hat leider geschlossen. Unmöglich ist für eine kurze Pieselpause stehen. Danke. Wie früher, links die Jungs und rechts die Mädels. Auch geschlossen, um Hartmut zu ergänzen. Hier werden die Reifen wieder auf Luftdruck für Asphalt eingestellt. Also nicht der weiße Nieder, der Victoria See kommt, sondern der blaue aus den äthiopischen Bergen des Mauritius. Du hast jetzt ein paar Meter in die Vase rutschen. So langsam nähern wir uns Dus. Die Bepflanzung soll die Dünen am Vormarsch hindern. Die Bebauung der Kreisel in Tunesien ist immer wieder interessant. Wir können uns nicht an zwei gleiche Statuen erinnern. Hier können die Anwohner Wasser tanken. Erstmal eine Runde über den Marktplatz, bevor es zum Campingplatz geht.
Nach der Übernachtung im Xa Metamöhr und den zwei Biwaks können wir hier auf dem Campingplatz mal wieder duschen. Kalles platter Ersatzreifen wird hier auch ausgetauscht. Am frühen Nachmittag gucken wir mal nach Duz rein. Duz ist eine Oasenstadt im Süden Tunesiens mit etwa 30.000 Einwohnern. Aufgrund ihrer Lage am Rande des Grand Arc Oriental ist die Stadt als Tor zur Sahara bekannt. Hier wird zunächst der Laden gestürmt. Da wir kein Interesse an den Produkten haben, gehen wir zum Kaffeetrinken über. Mega genial! Und der Stoff! Markus kleidet sich neu ein. Und jetzt immer nach Kiel. Die wird es aus Kinder oder kaufen sie mit Kiesel oder die. Wer ist hier verspielter, die Katzen oder Gabi? Entspannt klingt der Tag aus. Gemütlich bereiten wir uns auf den Tag vor. Heute geht es von Duz über den großen Salzsee, den Chott El Djerid, nach Tozeur. Ob das heute so ist, weiß ich nicht. Könnte man auch mal dazu sein. Auf jeden Fall gibt es in Tozeur eben auch nochmal. Und dann wird das Sandrosengebiet wieder weg. Darum kaufen wir die auch nicht erhoben, sondern hier. Nochmal kurz über den Marktplatz, bevor es Richtung Kebili geht.
Von Kebili aus führt die Route über den Großen Salzsee Richtung Tozeur. Der Chott El Djerid ist ein Sedimentbecken innerhalb einer Senke mit Salzsee im Süden Tunesiens. Hartmut zeigt uns hier bei einem Versuch mit verdünnter Salzsäure, wie sie mit dem Gestein reagiert. Ich sehe das hier, war es eindeutig. Habt ihr das gesehen, die Reaktion? Das ist ein Schatten, muss von hier kommen, Hartmut. Das geht schon. Seht ihr das? Jawohl. Wenn es das hier macht, ist es ganz leicht bloß. Mhm. Wenn das woanders macht, hier, ist es so viel wie nix. Schau. Ja. Schein. Das ist schon abarodiert. Da muss man aufbrechen, dann sieht man das besser. Aber man sieht es auch außen wunderschön. Seht ihr das? Da war ja noch reichlich drin. Ja, bringen wir es mal da. Das ist Salzsäure, ne? Das Salzsäure, ja. ...1979 wurde eine ganzjährig passierbare, asphaltierte Dammstraße angelegt, die Tozeur mit Kebili verbindet. Am Straßenrand können wir uns ein paar nette Skulpturen anschauen. Der Zahn der Zeit nagt auch an ihnen. Ein paar Kilometer weiter erhalten wir einen kleinen Eindruck über die Salzgewinnung. Das Buswrack muss wohl vor dem Bau der Straße hier verendet sein. Noch ein paar Kilometer, dann haben wir den Schott überquert. Es folgt ein Abstecher nach Sidi Boulel. Hier verführt uns Hartmut, die Mittagspause in der Schlucht zu verbringen, die auch als Filmkulisse für Star Wars diente. Naja, alte, tote Steine halt. Ein Blick von oben wäre mir lieber gewesen.
Über die Güsch geht es die letzten Kilometer nach Tozeur ins Hotel. In 400 Metern rechts abbiegen in die Straße Adelin Adel Kassen Echerdien. Die Hygienemaßnahmen sind beim Einchecken zu beachten. Achtung, hier herrscht wieder Zivilisation. Am ersten Abend gibt es wegen Gästemangel durch Corona zwar kein Buffet, aber das Fünf-Gänge-Menü schmeckt uns. Links abbiegen in die Straße Avenue Habiburg-Weber, dann wenden. Zunächst fahren wir erstmal nach Tozeur zur Altstadt. Tozeur mit ca. 47.000 Einwohnern liegt in einer Höhe von etwa 40 Meter über dem Meer am Nordwestrand des Salzsees Chott El Djerid. Der sich selbst engagierte deutsch sprechende Führer begleitet uns durch die Medina. Die Führung ist kostenlos, mit dem Hintergedanken, dass wir etwas in seinem Geschäft kaufen. Das ist Herrn Faltermann. Eine Besonderheit von Tozeur ist die Lehmziegelarchitektur, die für diese Gegend Tunesiens charakteristisch ist. Beispiele hierfür findet man sowohl bei modernen Gebäuden als auch in der Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und überdachten Tunnelwegen.
Autos gibt ja andere daraus. Ist doch klar, was hier steht, oder? Spiegelung von deinem Handy da drin, wie so zwei rechteckige Augen. Markus erfüllt die Erwartungen unseres Führers. Vom Dach des Geschäftes erhalten wir einen kleinen Überblick über Tousseur. Wir schlendern noch mal kurz durch den Zug. Den Kaffee vor Abfahrt nehmen wir etwas außerhalb, in einer nach Spielhölle anmutenden Restauration. Ja, hallo. Kostet nur Speicher, sonst nichts. Anschließend starten wir unsere Tour zu den Sternenkriegern. In 300 Metern scharf rechts abbiegen in die unbefestigte Straße. Wir sind froh, hier alleine unterwegs zu sein und nicht dem Herdentrieb der Pauschaltouristen in geführten Jeep-Touren zu begegnen. Welch mächtiges Tor mitten in der Wüste. Von hinten sieht man dann die Kulissenkonstruktion. Wir kommen zum Onk Djemel, auch Kamelkopffelsen genannt. Keine Touristen, heißt allerdings auch kein Kaffee. Dieser Ort verdankt seinen Namen der Ähnlichkeit seiner Form mit dem Hals eines Kamels.
Mos Espa ist eine Ansammlung von Gebilden aus Holz und Pappmaché. Nach Überwindung der üblichen Souvenirverkäufe am Eingang kann man die Filmkulisse besichtigen. Mos Espa und seine Kuppelbauten wurden in den letzten Jahren restauriert und ziehen heute wieder Touristen an. Für alle Star Wars-Fans wohl ein tolles Erlebnis. Ohne den Film wäre hier nur Sand. Wir schlendern auch mal neugierig durch die Kulissen. Genug Sternenkrieg. Zurück zum Hotel. In 1,5 Kilometern links abbiegen auf die N3. Den lang ersehnten Kaffee können wir gleich bei der Tankstelle einnehmen. Kaffee, ich verstehe nicht, warum du keine Linsen machst. Ich will meine Linsen kaufen. Ja, sehr gut. Es ist noch Zeit genug für ein paar Eindrücke vom Hotel vor dem Abendessen. Da heute ein paar Gäste mehr anwesend sind, gibt es ein leckeres Buffet am Abend. Kommt dir nicht bekannt vor? Heute gibt es nur eine kurze Einweisung, da wir bloß eine Verbindungsetappe bewältigen wollen.
14 Januar 2011, dann links halten. Für die rund 340 Kilometer sind etwa 5 Stunden reine Fahrzeit veranschlagt. Noch ein paar Bilder von den Wüstenschiffen und wir verlassen langsam die Wüstengegend. Wir machen eine kurze Kaffeepause in Majel Bel Abbes. Ich brauche 20. Vielleicht gegen mich. Ich habe jetzt nur eins. Sei froh, dass meine Frau mit dabei ist. In den Kanistern befindet sich geschmuggelter Sprit aus Algerien, den ich meinem Geht nicht zumute, da er wahrscheinlich mit Wasser gestreckt ist. Die Fahrt über die Landstraße ist kurzweilig und bietet viele Eindrücke. Die knarzende Stimme aus dem Funkgerät ist Hartmuts Hinweis auf die Agave. Wir legen noch eine Mittagsrast hinter Tascheroin ein. Es ist ein wenig windig. Am frühen Nachmittag erreichen wir das Landhaus Dasidi Abdallah und werden gleich freundlich begrüßt. Die Witterung überzeugt alle, sich ein Zimmer zu nehmen. Das Landhaus ist geschmackvoll eingerichtet. Unser Zimmer ist großzügig bemessen und verfügt über ein riesiges Bad. Bonnie erobert die Herzen im Sturm. Ja.
drin. Vor dem Essen steht noch El-Kef im Reiseleiter-Tagebuch. El-Kef ist eine Stadt mit rund 45.000 Einwohnern. Wir fangen mit der Burg von El-Kef an. Die Kaschba von El-Kef ist in einem sehr guten baulichen Zustand und prägt wesentlich diesen Teil der alten Stadt. Die Festung, deren Anfänge bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen, wurde 1957 von der tunesischen Armee übernommen und 1986 der Gemeinde gewährt, die es restaurierte und in einen kulturellen und touristischen Raum verwandelte. Bleibt mal in der Mitte auf dem Ball. Dann wollen wir mal das alte Gemäuer erkunden. Der gesamte historische Militärkomplex erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 6000 Quadratmeter. Von hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick. Temperatur und Uhrzeit lassen uns auf den Rundgang durch El-Kef verzichten. Sondern alle, wenn wir schon nicht rumlaufen in der Altstadt, fahren wir zumindest ein bisschen rum und schauen ein wenig rechts und links in die Gassen rein, wie schön das hier angelegt ist. Ende. In entspannter Atmosphäre warten wir aufs Essen. Das Essen hat mich so beschäftigt, dass es mir nachts noch mal durch den Kopf ging. Tut mir leid, für dich das so klein ist. Nee, nee, für mich ist das besser, weil wir essen. Rechts abbiegen auf die R173. Heute steht Kultur im Reiseleiter-Tagebuch. Wir sind auf dem Weg zu den Ruinen in Duga. Die Kleidung der Marktbesucher lässt es vermuten. Warme Temperaturen sind nicht angesagt. Bei uns in Deutschland undenkbar, dass der Markt an einer befahrenen Hauptstraße stattfindet.
Seit 1997 ist das 25 Hektar große Gelände mit den Ruinen von Tukra zum Weltkulturerbe erklärt. Das römische Theater bot in einem Halbrund 2500 Sitzplätze. Hier im Bild das Kapitol. Die zwei haben den Alexander Severus Bogen im Visier. Er wurde zwischen 226 und 229 errichtet. Der Wegweiser zum ältesten Gewerbe der Welt, das sich hier unten befunden hat. Genau. Latrine, ja. Von dem Frischwasser zum Putzen, unten drunter Frischwasser zum... Hier sehen wir das Turmmausoleum des Attaban aus dem 2. Jahrhundert vor Christi. Ich habe heute die ganze Zeit auf unseren Geh aufgepasst. Zum Abschlusskaffee hat mich Gabi geweckt. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Das Reiseleiter-Tagebuch treibt uns weiter zum nächsten Kulturpunkt. Bularegia war eine antike Stadt in der römischen Provinz Afrika. Neben den noch zahlreich gut erhaltenen Mosaiken birgt Bularegia eine Besonderheit. Die zahlreich ausgegrabenen Wohnhäuser weisen ein ausgebautes Untergeschoss auf, das zum Schutz vor der Sommerhitze diente. Hier wohl das schönste Mosaik von Bularegia, das Neptun mit seiner Gattin Amphitrite zeigt. Ja.
Genug der alten Steine. Ab nach Tabaka, ins Hotel. Hartmut zeigt uns unterwegs noch ein paar Korkeichen. Dieses ehemalige Regierungshotel ist seit dem arabischen Frühling verlassen, geplündert und verfällt. Gegen Abend erreichen wir unser Corona-bedingtes Ersatzhotel in Tabaka. Dieser Ersatz ist mindestens gleichwertig, wenn nicht besser. Der Nachtwächter öffnet uns bereitwillig den Strandzugang, da wir alle nach dem Essen nochmal ans Wasser wollen. Bei Tageslicht betrachtet entpuppt sich unser Ausweichhotel als schöne Ferienanlage, die wir allerdings nur zum Übernachten nutzen. Zuerst statten wir der Burg von Tabaka einen Besuch ab. Die Festung der Familie Lomellini stammt aus dem 16. Jahrhundert. Mir ist schleierhaft, wie er so trocken dahin gekommen ist. Ein Blick auf unser Ausweichhotel Itropica. Der Ausblick von hier oben ist schon nicht verkehrt. Nach der Burg geht es noch mal kurz nach Tabaka. Und?
In Tabaka mit seinen etwa 15.000 Einwohnern findet im Juli jährlich ein Jazzfestival statt. Wir schlendern ein wenig die Promenade entlang. Dieser Händler wollte zu viel Geschäft für sich und hatte dann gar keins. Jetzt wollen wir weiter zum nördlichsten Punkt von Afrika. Einige wollen unterwegs noch Honig kaufen. Das Mittagessen unterwegs gibt es in Nefza. Extra scharf haben wir gar nicht bestellt. Ein seltenes Bild einer Eisenbahnbrücke in Tunesien. Ob noch Züge drauf fahren, sei dahingestellt. Dem Straßenverlauf folgen. Wir halten kurz in Sejenan. Der Ort hat viel Platz für seine Gäste mit dem weißen Gefieder. Wir machen Station bei einer Hartmut bekannten Töpferin, die uns ihre Arbeit zeigt. Natürlich möchte sie auch was verkaufen. Schön, wunderschön. Wir streben weiter nordwärts. Was wartest du, Kalle?
Ein möglicher Biwakplatz. Der ist uns aber zu vollgemüllt. Also weiter. Weiter nordwärts auf diesem Kontinent geht es mit dem Auto nicht mehr. Ich hab zwei gemacht, eins senkrecht und eins waagrecht. Ja, weil da hast du wenigstens eine Piste. Ja, aber es geht nämlich mit Rissi, hätte ich aber auch gerne eins. Okay? Rissi, komm! Wird ja hinhauen. Arbeit, jetzt scheiße! Deine? Weil der müsste kurz danach gehen. Ich meinst du gemacht? Ja. Deiner oder hast du eine Stunde dann ist er normal schon. Nein. Aber der ist glaub schon. Weil der war ja kurz danach. Mach hier noch einmal. Ja, mach doch noch mal. Guck erst mal. Ja, gemacht hat er auf jeden Fall eins. Schau mal, ob ich richtig doof ausschau wieder. Ja, ich mach einfach noch eins. Damit es sich auch lohnt. Ja, weil das ist bei mir immer so. Ja, das macht nichts. Wir sehen alle scheiße aus. Und den Martin seins danach. Oh, dann war das schon. Jetzt suchen wir noch einen Biwakplatz. Da wir heute keine weite Strecke vor uns haben, gönnen wir uns ein gemütliches Frühstück. Teller, glaube ich, brauchen wir. Ah, da sind schon 12. Vorsichtig werden wir neugierig beäugt. Es riecht hier so lecker. Die von Joachim entsorgten Eier mit Speck finden einen dankbaren Abnehmer. Noch eine Stunde länger Frühstück und der Hund liegt unterm Tisch. Eine kleine Runde und wir kommen dann praktisch da unten im Ostteil direkt in die Altstadt rein und fahren wieder. Das geht also durchweg eigentlich sehr gut fahren. Beim Verlassen gibt es Nadelöhr da drüben, da ist immer Stau. Das ist eine zweispurige Brücke, eine rechts, eine links.
Und da gehen vier Straßen zusammen und die müssen alle da drüber. Da rechne ich mal mit einer halben Stunde Stillstand. Wir verlassen unseren Frühstücksgast am Biwakplatz und machen uns auf nach Bizerte. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Der Fotostopp am Kap von Bizerte rentiert sich. Die Aussicht ist schön. Der zweiten Ausfahrt verlassen und um die Straße Avenue de la Corniche fahren. Wir erreichen Bizerte und können direkt im Zentrum parken. Bizerte ist eine Hafenstadt am Mittelmeer im nördlichen Tunesien. Die Stadt ist seit fast zwei Jahrtausenden ein bedeutendes Seefahrts- und Handelszentrum. Bizerte ist mit 115.000 Einwohnern zudem die nördlichste Stadt Afrikas. Interessiert, schauen wir mal kurz in die Markthalle. Bis zum vereinbarten Kaffeetermin haben wir noch Zeit und schlendern neugierig durch die Gassen. Die zwei sind auch entspannt. Das mit dem Kaffee wird spannend.
Die Cafés haben alle zu. Heute gibt es nur einen Kaffee zum Mitnehmen. Ich habe meinen ganz leise neben der tief entspannten Katze getrunken. Wir nehmen die vorletzte Etappe unter die Räder und fahren zum letzten Hotel in Tunesien. Hartmuts angekündigter Stau fiel wohl Corona-bedingt aus. Ruckzuck sind wir über die Brücke. Preise beim Tanken vermissen wir jetzt schon. Die aus Spaß gestellte Frage, how many bombs, bringt einen doch zur Realität. Am Nachmittag betreten wir den Hotelkomplex. Der Begrüßungscocktail ist erfrischend lecker. Das Hotel mit geschätzt über 300 Zimmern hat heute Nacht ca. 15 Gäste. 8 davon sind wir. Endlich auf dem Zimmer. Wir tun uns den Stress mit der Besichtigung Tunis nicht an und gucken uns mal im Hotel um. Ein Abstecher zum Strand gehört dazu. Am letzten Tag in Tunesien beschleunigt sich die Zählweise auf 6, 6,5, 7,5. Es wird Zeit für Urlaub. Aber ich gehe davon aus, wir fahren jetzt zum Hafen. Genau, wir fahren jetzt zum Hafen.
Die 17 Kilometer lange letzte Etappe nach Tunis ist schnell bewältigt. Rund 1900 Kilometer Tunesien liegen hinter uns. Trotz Corona haben wir erlebnisreiche 14 Tage in einem interessanten Land verbringen können. Zum Abschluss ist noch ein wenig afrikanische Geduld bei der Ausreise erforderlich. Hey! Hallo! Also er hat das Ticket und die Liste. Hey, bitte ab.